Im Herbst kommt es wahrscheinlich zum größten Börsengang, den Europa in den vergangenen Jahren erlebt hat. Der Volkswagen-Konzern will sein Tochterunternehmen Porsche möglichst noch in den kommenden Wochen an die Finanzmärkte bringen und dort platzieren. Bettina Seidel in der Frankfurter Börse. Die Luxusmarke Porsche soll an die Börse angesichts der aktuellen Turbulenzen. Ist das ein gutes Timing? Es ist sicher nicht ideal. Es gibt bessere Zeiten. Deshalb steht der Börsengang auch unter dem Vorbehalt, wie sich die Börsen weiterentwickeln bis Ende September, Anfang Oktober, wenn der Börsengang ansteht. Aber ganz offensichtlich rechnet man im Mutterkonzern VW damit, dass sich genug Investoren finden werden, die bei Porsche zugreifen bei den Aktien. Porsche ist schließlich die Renditeperle des Konzerns, so sagt man. Es könnte eben der größte Börsengang, einer der größten in Europa werden, mit Milliardeneinnahmen, die VW in die E-Mobilität und die Digitalisierung stecken will. Die Aussicht auf den Börsengang gibt heute der VW-Aktie Schub, rund 3% plus, und dem DAX auch, der sich von den gestrigen Verlusten etwas erholt. Aktuell plus 1%, 12.891 Punkte der Stand. Wird Porsche an der Börse einzeln gehandelt, wird die Mutter VW beweglicher und könnte damit im Wert steigen, daher der Anstieg bei den Aktien. Bettina Seidel, danke, die Frankfurter Börse.